Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Webinar. So digitalisieren Sie Personalakten richtig. Die Regie hat mir gesagt, ich soll am Anfang einige Housekeeping-Punkte bringen. Zum einen das Thema Fragen stellen. Sie können rechts im Bereich Fragen und Antworten Fragen eintippen und uns stellen. Wir werden sie gerne dann beantworten. Wir haben am Ende der Präsentation einen Fragen- und Antworten-Block vorgesehen. Organisatorische Fragen werden wir natürlich sofort beantworten, damit Sie alle auch am Webinar ohne Hindernisse teilnehmen können. Das Zweite ist, dass ich Sie bitte spreche, den Namen bei Ihrer Anmeldung zu verwenden, damit wir Fragen auch zuordnen können, falls sich die Beantwortung in der Zeit nicht mehr ausgeht. Wir werden dann selbstverständlich Ihnen eine kurze Nachricht mit der Antwort schicken. Ja, der dritte Punkt ist, dieses Webinar wird aufgezeichnet. Sie erhalten einige Tage nach dem Webinar dann einen Link auf diese Aufzeichnung und auf diese Veranstaltung. So, dann lassen Sie uns nun aber starten. Mein Name ist Michael Hadrian und ich verantworte bei Fabersoft den Lösungsbereich der digitalen Personalakten. Und bei Gesprächen mit Verantwortlichen aus Personalabteilungen, mit Interessenten, egal ob es große Firmen sind oder kleinere, diskutiere ich auch immer das Thema des Scannings, also der Digitalisierung. Und das hat mich jetzt dazu bewogen, ganz einfach ein Webinar zu veranstalten, genau zu diesem Thema. Die Austrian Airlines ist kürzlich mit der digitalen Personalakte von Fabersoft live gegangen und auch dort gab es natürlich das Thema der Umstellung von tausenden Personalakten. Und ich habe mir ganz einfach denjenigen geholt, der dort die Digitalisierung des Scanning verantwortet hat. Das ist der Herr Prokurist Bernhard Higer der Firma G4S BIS GmbH. Grüß Gott, Herr Higer. Es Grüß freut mich, Gott. dass Sie heute hier sind. Ja, das Thema Datensicherheit ist in aller Munde. Man hört dauernd von Datendiebstahl, Abhörskandalen und so weiter und so fort. Haben Sie irgendwelche Auswirkungen im Geschäft der Digitalisierung dadurch? Nicht wirklich, also die Erfahrung der letzten Woche ist eher die, dass sich unsere Kunden aus dem Geschäftsbereich halt vielleicht doch genauer anschauen, wem sie ihre Daten verantworten und übergeben und wo diese Daten liegen. Aber da gibt es ja an sich genügend Hersteller und Anbieter und Dienstleister, so eben auch Fabersoft, wo Sicherheitsmaßnahmen hinterlegt sind und getroffen werden und denen kann man auch vertrauen. Besten Dank. Ist eine gute Brücke zu unserer Kurzvorstellung, nämlich damit Sie wissen, wer wir sind. Vielleicht anfangs noch die Agendapunkte. Also wir werden einige Fragen beantworten. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt, die ich Ihnen, Herr Higer, stellen werde. Und Sie werden uns ganz einfach aus Ihrer täglichen Arbeit und Praxis da ein paar Antworten geben. Ja, die Firma Fabersoft ist ein Softwareprodukthersteller bzw. ein Anbieter von Software as a Service. Im Thema Datensicherheit sind wir natürlich vertraut. Viele, viele Kunden vertrauen uns ihre Akten an bzw. unserer Software ihre Akten an. Wir haben die digitale Personalakte als eine vertikale Lösung im Unternehmen aufgestellt, die man entweder als Software kaufen kann oder auch als Service bei uns beziehen kann. Herr Iger, stellen Sie uns bitte auch kurz Ihre Firma vor. Also ich bin von der G4S BIS. G4S BIS werden Sie vielleicht so noch nicht gehört haben. Wir sind eine österreichische Gesellschaft und unser Eigentümer ist die G4S Secure Solutions AG, ein Unternehmen, das Sie vielleicht aus dem Sicherheitsbereich kennen, Dienstleistungen und Lösungen für Bewachung, Sicherheit und Parkraumbewirtschaftung werden angeboten. Wir selbst als G4S BIS beschäftigen uns aber ausschließlich
mit der Dokumentenverarbeitung, das heißt das Scannen und Verarbeiten von Dokumenten im Geschäftsumfeld. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit 4,5 Millionen Euro Jahresumsatz, haben 4 Niederlassungen in Österreich, in Innsbruck, in Salzburg, in Wels und eine Zentrale in Wolkersdorf im Weinviertel, etwas nördlich von Wien. Auf dem Foto sehen Sie unsere Zentrale mitten in einem neuen Betriebsgebiet. Wir haben ca. 100 Mitarbeiter. Und unsere Tätigkeiten beschränken sich, wie gesagt, auf das ganze Thema Dokumentenmanagement, Dokumentenverarbeitung. Wir tun das einerseits als Dienstleister, wo wir also für das Einscannen, Verarbeiten, Weiterarchivieren von Dokumenten sorgen. Wir tun das als Händler. Wir bieten unseren Kunden Scanner und Scanlösungen, OCR-Produkte und auch Mikrofilmprodukte an. Und wir tun das im dritten Geschäftsbereich als Archivdienstleister. Das heißt, wir betreiben physische Archive an unserer Zentrale in Wolkersdorf, wo Akten eingelagert werden. Wir betreiben auch digitale Archive und Workflow-Komponenten, sozusagen Software as a Service, wenn Sie nichts investieren wollen in eine Anschaffung von Software. Ja, besten Dank. Nachdem Sie, liebe Teilnehmer, uns jetzt kennen, wollen wir auch Sie ein bisschen besser kennenlernen und haben 3 Fragen vorbereitet. Wir werden diese stellen und Sie können direkt über die Anwendung quasi Ihre Antworten geben. Die Frage 1, ganz einfach, wie viele Akten haben Sie oder hätten Sie zu digitalisieren? Ja, besten Dank, dann beenden wir die erste Frage. Von den Antworten her ist der größte Teil größer 10.000 Personalakten, die anderen dann im Bereich bis 1.000 und bis 500. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie erwägen Sie, die Digitalisierung vorzunehmen? Es gibt mehrere Möglichkeiten, es gar nicht zu scannen, selbst das Scannen vorzunehmen, ein externes Scanning zu machen, oder Sie sind unschlüssig. Ja, hier verteilen sich die Antworten so, dass die meisten unschlüssig sind, sprich dafür, dass sie beim Webinar teilnehmen, und ein Teilnehmer plant, das Scanning selbst durchzuführen. Und dann kommen wir noch zur letzte Frage, die betrifft die Personalakten oder die Personalakten selbst. So, was sind Ihre Hauptziele für die Einführung der digitalen Personalakte? Hier sind auch mehrere Antworten möglich. Ja, wie wir hier gesehen haben, der Großteil oder den meisten Teilnehmern ist es ein Anliegen, mehr Ordnung und Transparenz zu erreichen. Mehr Sicherheit wurde beantwortet, genauso auch wie das Thema der Reduktion von Papier, Archivraum und Sachmitteln. Gut, dann besten Dank. Dann fragen wir jetzt einfach den Herrn Eger. Warum sollte ich eine digitale Akte oder eine Personalakte einführen? Ja, die Antwort liegt auf der Hand. Warum ist eine digitale Personalakte sinnvoll? Und an sich deckt sich diese Folie ja auch mit dem, was Sie, liebe Zuhörer, empfinden oder jetzt auch angegeben haben. Sie wollen oder erwarten sich mit der Einführung von einem digitalen Personalakt mehr Ordnung und Transparenz. Der Vorteil liegt ja auf der Hand, der Akt digital ist immer und überall sozusagen vorhanden und ich bin nicht in der Zwangslage, mehrfach Ablagen verwalten zu müssen. Ich habe einfach an einem zentralen Punkt meine Akten liegen digital, ich habe ein System dahinter, ich habe eine IT-Abteilung, ich habe Sicherheitsregeln hinterlegt, die für die ordentliche Aufbewahrung meines Aktes sorgt und ihn auch vor dem Verlust sichert. Und das ist es an sich, was Sie ja auch unter Ordnung
und Sicherheit und Transparenz sich erwarten von einem Personalakt. Wenn man sich diese Vorteile ansieht und sich das tägliche Umfeld in HR-Abteilungen ansieht oder sich überlegt, wie man wirklich jetzt in Papierform arbeitet, dann sieht man, dass die Eigenschaften von einem Papierakt dem ja diametral entgegenstehen. Es ist auch sicher bei Ihnen so, dass Papierakten in verschiedenen Archivräumen oder im Kasten der HR-Mitarbeiter gelagert werden. Die Wege dorthin, Akten auszuheben und zu recherchieren, sind an sich verlorener Aufwand und dauern recht lange. Man hat das Problem, dass der Zugriff auf einen Papierakt nur schwer zu kontrollieren ist. Entweder sperrt man diese Akten weg oder man erteilt nur bestimmten Menschen den Zugang zu diesen Aktenschränken. Wenn der Akt aber ausgehoben wird und im Haus kreist, ist er einfach nicht mehr zu kontrollieren. Wir haben heutzutage auch die Anforderung, dass immer mehr und mehr Dokumente, die zu einem Personalakt gehören oder zu der Verwaltung eines Mitarbeiters gehören, elektronisch und digital erstellt werden und daherkommen, und auch diese müssen irgendwo abgelegt werden. Da ist man einfach in der HR-Abteilung in einer Zwangslage, was wir mit solchen Dingen tun sollen. Man kann diese elektronischen Dokumente ausdrucken und dann mühsam in den Papierakten einpflegen, oder man führt Parallelablagen, man hat also dann ein Netzlaufwerk irgendwo zur Verfügung oder hat in seinem Outlook noch einen Ordner mit Personalakten, E-Mails, derlei Dinge mehr gibt es. Und das alles hat natürlich nichts mit Ordnung und Transparenz oder Sicherheit zu tun. Und last but not least, es fehlt natürlich dem Papierakt die Verknüpfung zu führenden Systemen. Sie können natürlich nicht aus einem Zeiterfassungssystem, aus einem SAP, aus einem Lohnverrechnungssystem die Akten und die zugrunde liegenden Dokumente anspringen und ansehen. Ich nehme an, da herrscht Einigkeit über diese Sachverhalte. Was hält Sie also ab, Ihre Akten zu digitalisieren und den digitalen Personalakt einzuführen? Wahrscheinlich finden Sie sich genau in diesen Fragen wieder. Es ist einfach diese Unsicherheit da, und das ist meine Erfahrung aus den letzten 15 Jahren, wo wir Akten eingescannt haben. Wie soll man mit so großen Mengen von Papieren umgehen? Wie kann ich das erledigen? Was kostet es? Ist es überhaupt sinnvoll? Welche technischen Unwägbarkeiten gibt es auf diesem Weg? Und ich möchte heute in diesem Webinar die organisatorischen Fragen dazu gerne beantworten und aus der Praxis einfach berichten, wie wir so etwas angehen und wie wir mit den einzelnen Fragen umgehen. Ja, und welche Möglichkeiten zur Digitalisierung habe ich nun? Also zunächst würde ich einteilen und sagen, grob können Sie sich aussuchen, ob man selbst scannen will im Haus oder ob ich einen externen Dienstleister beauftrage. Wenn ich selbst im Haus scannen möchte und das kann, so hat das durchaus charmante Vorteile. Diese Arbeit könnte nämlich nebenher geschehen. Ja? Und dabei habe ich in der HR-Abteilung natürlich entsprechend qualifiziertes Personal, das die Akten dabei durchsieht, eventuell bestimmte Dokumente aussortiert und skartiert, und ich habe eine volle Integration des Scannens in meine bestehenden Prozesse. Es hat natürlich auch einige Nachteile. Sie müssen sich dessen bewusst sein, dass dieses Einscannen eine zusätzliche Aufgabe für das bestehende Personal darstellt und HR-Abteilungen üblicherweise nicht mit Überkapazitäten versehen sind. Und deswegen gibt es oft auch die Überlegung im Haus, man greift eben an eine Scanstelle zurück, denn Scanner und Digitalisierungsstellen, Poststellen gibt es üblicherweise. Da muss man halt vorsichtig sein, wie man mit dem Thema Geheimhaltung umgeht, denn einen Personalakt von eigenen Mitarbeitern im Haus zu digitalisieren, ist natürlich schon eine heikle Sache. Sie müssen sich auch mit dem Thema auseinandersetzen, Hard- und Software anzuschaffen, und haben dadurch meistens auch eine lange Projektdauer. Aber machbar ist es, und es gibt genügend Beispiele von Unternehmen, die das selbst in die Hand genommen haben. Andererseits könnten Sie auch auf die Idee kommen, einen externen Dienstleister, so wie wir es sind, zu beauftragen. Auch diese Variante hat eben einige Vorteile, nämlich der, dass die Scanarbeiten Ihre HR-Abteilung einfach nicht mehr belasten oder nur gering belasten. Sie können sich mit einem externen Dienstleister
ganz locker eine Verarbeitungszeit vereinbaren und eine gewisse Durchlaufzeit ausmachen, die muss er dann einhalten. Und Sie haben keine Hard- und Software-Investitionen zu tätigen. Nachteile dabei oder Punkte, die man bedenken muss, ist, Ihre Akten verlassen das Haus. Wenn das nicht sein darf oder sein kann, dann könnten Sie sagen, na, der externe Dienstleister soll eben zu uns kommen ins Haus. Wir tun das, das ist auch geübte Praxis. Sie müssen dem Dienstleister dann nur einen geeigneten Raum, möglichst in der Nähe der HR-Abteilung oder des Archivs zur Verfügung stellen. Und der zweite Punkt ist, Sie werden doch nicht ganz aus der Mitwirkung entlassen. Es wird notwendig sein, dass Sie in diesem Prozess mitarbeiten, wenn das Scannen der Akten von einem guten Ergebnis, ein gutes Ergebnis liefern soll. Ganz kurz, ein Fall, wenn Sie Personalakten zu uns ins Scanzentrum der GFS BIS bringen lassen. Wir bieten dieses Service an, mit eigenem Transporter und eigenen Fahrer Ihre Akten abzuholen. Wir haben dazu versperrbare Transportcontainer. Wir können uns mit Ihnen Tranchen definieren, Verarbeitungszeiten und Abholzyklen ausmachen. Und wir haben entsprechende Konzepte für Lieferscheine, Vollständigkeitskontrollen und Aktenübergabelisten, sodass Sie zu jedem Zeitpunkt wissen, welche Akten sind außer Haus und welchem Status sind sie. Auf dem Foto erkennen Sie meine Kolleginnen in einem Scanzentrum in Wolgersdorf. Wir sitzen eben da und sind es gewohnt, tagtäglich Personalakten oder überhaupt Akten mit personalbezogenen Daten zu verarbeiten. Datenschutz ist gewährleistet, kann man alles tun. Es heißt aber, diese Akten sind für Sie außer Haus und für einige Tage unter Umständen nicht im Zugriff. Deswegen gibt es eine andere Möglichkeit, wie ein externer Dienstleister Ihnen helfen kann. Nämlich, wenn die Akten nicht zum Dienstleister kommen, kommen die Dienstleister zu den Akten. Wir kommen zum Beispiel zu Ihnen vor Ort in die HR-Abteilung. Mit Hard- und Software, mit PC, mit Personal und mit den Konzepten, wie man Ihre Personalakten einscannen kann. Wir haben darin wirklich große Erfahrung, das funktioniert. Wir können Ihnen garantieren, eine taggleiche Verarbeitung Ihrer Akten zu gewährleisten. Das heißt, Akten, die in der Früh in die Verarbeitung gehen, die zum Scannen gehen, stehen Ihnen am Abend wieder zur Verfügung. Wir haben definierte Verarbeitungszeiten. Wir machen uns im Vorfeld natürlich mit Ihnen aus, in welchem Zeitrahmen soll denn die Digitalisierung Ihrer Akten erfolgen. Was Sie tun müssen ist, Sie müssen uns genügend Platz in der Nähe des Archives, in der Nähe der Akten zur Verfügung stellen. Ein Besprechungsraum, ein Büro und da richten wir uns natürlich auch nach Ihren Möglichkeiten und davon werden auch die Verarbeitungszeiten abhängen. Ein großer, wirklich großer Pluspunkt in der Weise der Verarbeitung ist, dass wir Rückfragen natürlich jederzeit in Ihre Abteilung machen können. Vor allem, wenn es um qualitativ hochwertige Fragen geht, wie welche Beschlagwortung sollen wir für Dokumenttypen verwenden, in welchen Rubriken sollen welche Belege zugeteilt werden, sind wir es gewohnt, wirklich verzahnt mit Ihren Kollegen aus der Personalabteilung zu arbeiten und hier entsprechendes Wissen hin und her zu schaufeln und zu transferieren. Ja, Sie haben gerade die Beschlagwortung und die Rubriken angesprochen. Sie haben auch gesagt, so ganz ist die Personalabteilung ja nicht so aus der Verantwortung, wenn man sich auch für einen externen Dienstleister entscheidet. Ich glaube, es ist egal, ob man es jetzt extern tut oder ob man es intern tut. Einige Vorarbeiten sind auf jeden Fall notwendig. Welche sind denn das? Da haben Sie völlig recht. Vorarbeiten sind notwendig, egal ob Sie sich für eine Verarbeitung entscheiden, die Sie selber machen wollen oder die Sie einem Dienstleister übergeben. Sie müssen zunächst die Art der Beschlagwortung und die Art und Weise, wie Sie Ihre Akten wiederfinden wollen, für sich selbst klären. Zunächst steht Ihnen, so wie jetzt auch in den gewachsenen Strukturen, die Personalnummer als ultimativer Schlüssel für die Identifikation eines Aktes zur Verfügung. Das bleibt üblicherweise auch beim digitalen Personalakt so. Denn diese Personalnummer benennt den kompletten Akt
Und damit sind natürlich auch Metadaten wie Name, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer und so weiter verknüpft. Wir können, oder auch Sie, wenn Sie selbst scannen, können diese Personalnummer fehlerfrei durch Barcode oder Ähnliches übernehmen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, denn diese digitalen Personalakten müssen natürlich wirklich fehlerfrei mit der Personalnummer beschlagwortet werden und abgelegt werden, sonst würden Sie ja Akten nicht mehr finden. Das würde im analogen Fall einer Verreihung eines Aktes entsprechen. Und das wollen wir ja eigentlich verhindern. An sich ist in einer bestimmten Variante es nicht notwendig, die Akten weiter zu unterteilen. Wenn man sich vorstellt, Sie haben sicher in Ihrem Haus Personalakten geführt von ausgetretenen Mitarbeitern, die Sie aufbewahren. Und wenn auch diese digitalisiert werden sollen, dann spricht überhaupt nichts dagegen, den ganzen Akt einfach zu archivieren und mit der Personalnummer abzulegen. Jeder Akt wird dann sozusagen eine einzelne Datei. Man kann das auch mit aktiven Mitarbeitern so machen. Die Personalnummer ist zunächst einmal der ultimative Schlüssel. Sie könnten aber auch sagen, nein, meine aktiven Mitarbeiter möchte ich doch etwas strukturierter in der Aktenführung verwalten und ich möchte ein weiteres Kriterium in der Beschlagwortung durchführen. Ich möchte nämlich meinen Akt in Rubriken oder Dokumenttypen unterteilen. Natürlich zusätzlich zur Beschlagwortung mit der Personalnummer möchte ich einzelne Dokumenttypen wirklich zielgerichtet finden. Sie überlegen sich dann ganz einfach, welche Rubriken oder Dokumenttypen sollen das sein. Hier in diesem Beispiel habe ich angeführt eine Dokumentenart Vertrag, Zusatzvereinbarungen, Brief, Bewerbungsunterlagen, wie auch immer. Und Sie überlegen sich, welche Dokumente in diese Dokumentarten reinkommen sollen. Hier empfiehlt es sich, dass Sie nicht allzu viele Unterteilungen vornehmen, weil natürlich mit der Anzahl der Dokumentarten die Verarbeitung und die Zuordnung immer komplexer wird. Aus der Praxis gesprochen verwendet man zwischen 7, 8 Dokumenttypen und 30 Dokumenttypen. Damit sollte man an sich das Auslangen finden. Man kann auch Systeme bauen, wo man jede Dokumentenart nur einer bestimmten Rubrik zuordnet. Man könnte also Rubriken wie Dienstvertrag, Bewerbungsunterlagen schaffen und die Rubrik Dienstvertrag unterteilen in Dokumentarten eben Vertrag, Zusatzvereinbarungen und Briefe. Und man kann dann gezielt innerhalb einer Personalnummer nach genau diesen Dokumentarten und Rubriken suchen und sich seine Suchbäume in der Recherche auch aufbauen lassen. Eine Sache, über die Sie sich auch klar werden sollten, ist, wie gehen Sie mit den fertig gescannten Akten um? Grundsätzlich dürfen Sie diese nach Datenschutzgesetz vernichten, denn Sie haben ja alle Ihre Aktenteile digital archiviert. Sie können aber auch hergehen und diese gescannten Akten recht platzsparend in einem Archiv sicherheitshalber zumindest für eine bestimmte Zeit aufbewahren. Da sollten Sie eben aufpassen, da gibt es einen kleinen Stolperstein, der zu beachten ist. Sie müssen unbedingt die bereits gescannten Akten von den noch nicht gescannten Akten trennen. Es ist also in jedem Fall zu verhindern, dass bereits gescannte Akten zum Beispiel in die Hängeregistratur zurücksortiert werden und ein Mitarbeiter einen aktuellen Beleg, ein aktuelles Dokument vielleicht in einen bereits gescannten Akt einsortiert. Das muss verhindert werden, egal ob Sie selbst scannen oder die Akten von einem Dienstleister digitalisieren lassen. Ja, und so ein Scan-Arbeitsplatz, wie soll der aussehen oder wie sieht er dann aus? Sie haben auch diese Aufgabe, sich zu überlegen, wie gehen wir denn mit den neu einlangenden Dokumenten um? In die Zukunft gesehen werden mehr und mehr Dokumente elektronisch generiert und digital entstehen und eben auch elektronisch zu Ihnen kommen und Sie können diese Dokumente auch elektronisch in den digitalen Personalakt einpflegen. Es wird aber
immer noch so sein, dass bestimmte Aktenteile tagesaktuell in Papierform kommen. Ein Vertrag wird immer mit einem Mitarbeiter unterschrieben werden und nur dann gültig sein. Und der soll dann ja auch digital zur Verfügung stehen und muss also eingescannt werden. Sie können das einerseits tun mit Multifunktionsgeräten, die in Abteilungen am Gang stehen, die durchaus wunderbare Scans bieten. Sie können das aber auch wesentlich komfortabler mit Arbeitsplatzscannern tun. Ich habe hier ein Bild vorbereitet, wie so ein moderner Arbeitsplatzscanner aussieht. Es werden die Dokumente oben eingelegt, ein Knopfdruck und der Akt wird gescannt. Sie brauchen sich in dem Zusammenhang mit den modernen Technologien keine Gedanken mehr machen über die Scanqualität, ob hier in Farbe gescannt werden muss oder ob auch alle Unterschriften und Stempel lesbar sind. Diese modernen Scanner können das ganz einfach. Davon dürfen Sie ausgehen. Wichtig dabei ist, dass ein solcher Scan-Arbeitsplatz schon während des Digitalisierens des Aktenarchives zur Verfügung stehen sollte. Denn wir haben ja, wie vorhin besprochen, das Problem, dass wir Akten einscannen und ab dem Zeitpunkt stehen sie schon nur noch digital zur Verfügung. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt sollten Sie imstande sein, die täglich anfallenden Dokumente selbst auch mit einem Scanner dem digitalen Akt anfügen zu können. Ja, und wie lange dauert dann die Digitalisierung selbst? Also welche Durchlaufzeiten sind da so zu erwarten? Diese Durchlaufzeiten sind so generell sehr schwer in absoluten Zahlen festzumachen. Sie können sich aber vorstellen, dass man durchaus einige Parameter angeben kann, wovon diese Verarbeitungszeiten abhängig sind. Zunächst einmal natürlich vom komplexen Zusammenhang der Akten. Das heißt, wie viele Dokumenttypen haben wir denn? Sie können sich sicher vorstellen, dass wir oder auch Sie selbst einen Akt wesentlich schneller eingescannt haben, wenn er nicht weiters unterteilt werden muss in Dokumenttypen. Und es dauert wesentlich länger, wenn wir jeden Beleg in die Hand nehmen müssen und ihn durch Anlesen einer bestimmten Rubrik oder Dokumentenklasse zuordnen. Selbstverständlich hängt eine Verarbeitungszeit auch davon ab, wie viele Mitarbeiter wir in dieses Projekt setzen können. Sie selbst in der HR-Abteilung oder wir als externer Dienstleister. Und es hängt letztlich auch von den Möglichkeiten und Ressourcen Ihrer HR-Abteilung ab, wenn es eine Mitwirkungspflicht gibt. Wir haben nichts davon, wenn wir als externer Dienstleister wohl imstande wären, 10 Mitarbeiter Ihnen zur Verfügung zu stellen und Sie haben aber nur einen Besprechungsraum, wo wir 2 Mitarbeiter unterbringen. Das heißt, danach wird sich tatsächlich die Verarbeitungszeit richten, damit man sich aber vorstellen kann, in welchem Bereich sich das nun bewegt, habe ich hier ein Beispiel vorbereitet. Und wenn ich ausgehen mal von einer Aktenanzahl von 1000 Akten mit durchschnittlich 30 Blatt pro Akt, haben wir in so einem Projekt 30.000 Akten einzuscannen. In der Tabelle darunter habe ich verschiedene Varianten angeführt, wie lange es denn dauern würde, 30.000 Blatt einzuscannen, wenn wir nur eine einzelne Dokumentart haben, also keine Unterteilungen eines Aktes beim Digitalisieren vornehmen müssen, können wir durchaus mit einer Geschwindigkeit von 700 Blatt pro Stunde rechnen und wir hätten diese 1000 Akten in 6 Tagen eingescannt. Das ist jetzt eine Netto-Scan-Arbeitszeit, mit der wir rechnen können. Und Sie sehen aber, wie sich das verändert in der letzten Zeile, wenn wir gefordert wären oder auch Sie selbst gefordert sind, diese Akten in beispielsweise 30 Dokumentenarten zu unterteilen, dann wird unsere Verarbeitungsgeschwindigkeit einfach sinken und wir werden nur noch 200 Blatt, das ist so über den Daumen gepeilt, ein Erfahrungswert, nur noch 200 Blatt in der Stunde verarbeiten können, weil wir jeden Zettel ja einer einzelnen Dokumentenklasse zuordnen müssen. Und schon brauchen wir für diese 1000 Akten 19 Tage. Und in diesem Bereich wird sich die Verarbeitungszeit einfach bewegen. Ja, ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung und der Herr Schöne von der Austrian Airlines hat dort ja sein Projekt auch präsentiert. Vielleicht für die Teilnehmer, es wurden dort so um die 3000 Personalakten digitalisiert und die Durchlaufzeit in
diesem Projekt hat circa 6 Wochen betragen, quasi von dem Zeitpunkt, wo man den Scanner dort zur Verfügung gestellt hat. Dort wurde in-house gescannt, bis zu dem Zeitpunkt, wo eben dann die Dokumente im digitalen Personalakt zur Verfügung gestanden sind. Ja, was sicherlich unsere Zuhörer auch interessiert, ist, welche Preismodelle es denn schlussendlich für die Digitalisierung gibt. Die Frage an Sie, Herr Higer. Genau. Zum Schluss kommt natürlich die wichtigste Frage, was kostet der ganze Spaß des Einscannens? Auch hier ist es so, dass sich die Kosten einfach nach der geleisteten Arbeit und nach der Komplexität der Verarbeitung richtet. Und das ist so ein Grundsatz in unserem Unternehmen. Wir verrechnen prinzipiell die geleistete Arbeit und das ist letztlich die Anzahl der gescannten und verarbeiteten Blätter. Denn mit denen haben wir die Arbeit und das ist auch das, was Kosten verursacht, auch für Sie selbst, würden Sie selbst einscannen. Wir haben auch mit entsprechenden Fixkosten zu rechnen. Nur als Anhaltspunkt oder um diese Dinge plausibel zu machen. Es ist natürlich etwas anderes, wenn Sie von einem externen Dienstleister möchten, dass wir an 9 verschiedene Landesstellen zu Ihnen vor Ort kommen und die Akten einscannen. So haben wir entsprechende Fixkosten mit dem Aufsetzen und Einrichten der Prozesse, mit dem Aufbau der Hardware, Abbau, mit den Reisekosten. Es gibt also so etwas wie Fixkosten dabei. Und es gibt so etwas wie variable Kosten. Und das sind dann wirklich diese gescannten Blatt. Und die Preise für so ein gescanntes Blatt richtet sich einfach nach dem Aufwand, es zuzuordnen. Und das ist letztlich die Anzahl der Dokumenttypen. Sie erinnern sich, soeben haben wir diese Tabelle gesehen, wie sich die Verarbeitungszeiten ändern, wenn wir mehr Dokumente Arten zuordnen müssen, so ändern sich natürlich auch die Preise dafür. Ja, ja, ich bin sicher, dass Sie für konkrete Angebote offen sind. Fasse zusammen, liebe Teilnehmer, Sie müssen sich Gedanken machen, ob Sie vor Ort oder extern scannen wollen oder scannen lassen wollen. Die Anzahl der Blätter abschätzen, also pro Personalakt, wie viele Dokumente, wie viele Seiten sind dort enthalten und die Anzahl der Dokumenttypen. Und dann kann man, glaube ich, schon eine Preisinformation recht genau auch abgeben. Ganz sicher, das sind sicher die grundlegenden Parameter, um hier mal eine Kostenschätzung anstellen zu können. Ja, dann besten Dank, Herr Higer, mal für diese Worte zum Scannen, also zu dem, was vor der digitalen Personalakte passieren muss. Ein paar Fragen haben wir, die werde ich dann gleich im Anschluss stellen. Vielleicht schauen wir uns zuerst noch ganz kurz an, wie so ein Ergebnis dann aussieht. Wir schalten hier jetzt auf meinen Bildschirm. Ich werde meinen Bildschirm freigeben. So, Sie werden jetzt alle die Personalakte sehen. Das ist jetzt die Personalakte von Parasoft. Ich habe hier einen handelsüblichen Internet Explorer gestartet. Das ist eine reine Webanwendung, dadurch verfügbar auf den Arbeitsplätzen, aber auch sehr wohl auf Tablets zum Beispiel, wenn diese bei Ihnen verwendet werden. Die Überführung von den gescannten Personalakten in die Personalakte muss man sich eben so vorstellen, dass das Scanning, die Dokumenterkennung, die Zuordnung der Dokumenttypen unabhängig von der Implementierung der Software jetzt einmal grundsätzlich erfolgen kann, weil das Scannen in so einer Anfangsübernahme in ein Dateisystem stattfindet und man nach dem Scannen, nach der Qualitätssicherung dort die Personaldokumente in die Personalakten übernimmt. Die Stammdaten, also zum Beispiel diese Personalnummer, diese Personal-ID, kommt aus dem führenden HR-System typischerweise. Das heißt, wir laden ganz einfach diese Stammdaten in das System, erzeugen die Personalakten und anschließend lädt man dann die Personaldokumente in diese Personalakten hinzu.
Schauen wir uns so eine Ablage hier an. Also ich bin jetzt hier Mitarbeiter der Firma Globalcom und habe hier eine Liste von Personalakten. Was ich hier sehe, ist, es gibt zwei Personalakten, die haben ein Rufzeichen. Ich gehe gleich darauf ein, was das bedeutet, und die anderen stehen hier ganz einfach zur Verfügung. Wenn ich mir jetzt diese Personalakte von Aaron Young ansehe, von den Eigenschaften her, dann sind es diese Stammdaten, die Sie hier sehen, die von dem führenden System übernommen werden. Also Geburtsdatum, Eintrittsdatum, Sozialversicherungsnummer, die Personalnummer, die man hier eingangs gesehen hat, bis hin zu weitreichenden Daten, je nachdem, was Sie in diesem System auch zur Verfügung haben wollen, um Recherchen durchführen zu können. Wenn ich dann die Personaldokumente geladen habe, dann sieht die Personalakte wie folgt aus. Ich habe hier oben wieder einen Personalaktenkopf mit den wichtigsten Informationen. Das passt mir im Projekt an das an, was Sie sehen wollen, und habe dann hier eine Liste der verschiedenen Rubriken. Umgelegt auf die Papierakte sind das quasi dann so die Trennblätter, und habe hier eine Rubrik Verträge und Vereinbarungen. Auch hier begleitet mich dieses Rufzeichen und ich navigiere jetzt einfach in diesen Bereich hinein und bin hier jetzt direkt auf den Dokumenten, die in diese Rubrik importiert worden sind. Hier sehe ich jetzt zum einen den Dienstvertrag. Hier habe ich diesen Dokumententyp oder die Dokumentenart. In dem Fall ist es die Dokumentenart Arbeitsverträge, so dargestellt. Und ich habe hier eine Hygienevorschrift, das ist ein Dokumententyp Personalwesen. Und diese sind hier in dem System als PDF importiert worden, in einem finalen Format, PDFA in diesem Fall. Und ich kann mir jetzt ganz einfach über einen Doppelklick zum Beispiel dann auch dieses Dokument öffnen und mir ansehen. Hier muss ich mich einmal anmelden und bekomme dann entsprechend das Dokument angezeigt. So, was man hier noch sieht, dieses Dokument ist vom 14.10.2010. Und ist gültig für 3 Jahre gewesen, ist also am 13.10.2013 abgelaufen. Das ist auch die Erklärung, warum es hier ein Rufzeichen gibt. Das heißt, die Personalabteilung sieht hier ganz genau, hier ist ein Dokument, das abgelaufen ist. Herr Jäger, eine Frage an Sie. Wenn ich jetzt für eine Papierakte umsteige, Sie haben genannt, es gibt die Rubriken, die Dokumenttypen, kann ich auch solche Gültigkeitsdaten mit übernehmen? Ein Gültigkeitsdatum muss natürlich vom Dokument ablesbar sein. Dann können wir es mit übernehmen. Ja. Wenn das der Fall ist, können wir es mit übernehmen. Wir können an sich für alle Dokumente weitere Indexkriterien festlegen. Etwa ein Belegdatum, ein Unterschriftendatum bei Verträgen wäre so eine Sache. Und das ist eben ein Zusatzaufwand, wo wir Kollegen hinsetzen, wo unsere Mitarbeiter einfach diese Daten mit abtippen und eben auch in ein System übergeben können. Selbstverständlich. Ja, die Personalakte lebt natürlich dann von den Daten, die drinnen sind. Das heißt, neben den Überlegungen, die man sich machen muss zum Thema, welche Dokumentarten, Rubriken und Typen ich verwende, ist es natürlich dann auch, welchen Nutzen möchte ich aus der Personalakte haben und bekommen. In diesem Beispiel hier habe ich einen Dokumententyp Personalwesen und damit sind gewisse Geschäftsregeln auch verbunden, wie zum Beispiel, wie lange so ein Dokument von diesem Typ gültig ist, wie auch das Beispiel, wie lange muss ich so ein Dokument überhaupt aufbewahren. Ich kann so ein Datum ja festlegen für die gesamte Personalakte, kann das aber sehr wohl auf Dokumentebene machen, was dann über den Dokumententyp schlussendlich gesteuert wird.
Was ich auch daran festmachen kann, sind auch die Zugriffsberechtigungen schlussendlich auf ein einzelnes Dokument. Das heißt, ich kann quasi bis auf Dokumenttypebene festlegen, wer Zugriff dann auf so ein Dokument hat. Wenn ich beispielsweise verhindern möchte, dass der Betriebsrat bestimmte Dokumente sehen kann oder der Vorgesetzte bestimmte Dokumente sehen kann. Ja, das war ein kurzer Blick in die Personalakte, in das Ergebnis. Noch einmal die Struktur. Ich bin hier in der Personalakte von Aaron Young, habe hier verschiedene Rubriken und in diesen Rubriken eben eine Reihe von Dokumenten, die von verschiedenen Dokumentenarten bzw. Dokumenttypen kategorisiert sind und so zur Weiterverarbeitung verwendet werden können, zum Setzen von Berechtigungen und Aufbewahrungsfristen, genauso aber auch zur Unterstützung der Geschäftsprozesse, wie hier die Erinnerung, dass ein Dokument abgelaufen ist, das erneuert werden muss. So, jetzt schauen wir auf die Fragen. Ja, hier ist eine Frage, wie es mit dem Scannen aus beidseitigen A3-Bögen aussieht. Ja, beziehungsweise weitergehend, beidseitige A3-Bögen, alte, kaum noch lesbare Dokumente, untypische kleine Formate, so wie eben ein Personalakt aussieht. Selbstverständlich ist es möglich, A3-Bögen auch doppelseitig zu scannen. Selbstverständlich ist es möglich, kleinste Formate bis zur Visitenkarte einzuscannen und diese zu digitalisieren. Und selbstverständlich ist diese Frage berechtigt, denn es hat so ein Scanner natürlich seine Grenzen. Belege, die jetzt schon nicht lesbar sind, werden durch das Scannen nicht lesbarer. Sie werden natürlich nicht schöner. Sie können aber davon ausgehen, dass man mit modernen, mit aktuellen Scan-Technologien wirklich alle lesbare Informationen von einem Blatt digitalisieren und wieder lesbar digital ablegen kann. Ein Beispiel wären diese Thermopapierfaxe, wie sie in den 70er, 80er Jahren durchaus üblich waren. Und Sie kennen alle dieses Problem, denn diese Belege befinden sich auch in Personalakten, die verblassen mit der Zeit und sind irgendwann nicht mehr lesbar. Wäre man hergegangen und hätte vor 10 Jahren schon diese Akten eingescannt und digitalisiert, dann wären diese Informationen alle noch da und auf den analogen Thermopapierkopien sind sie eben schon verschwunden. In der Praxis begegnet man dem Problem der schlecht lesbaren Dokumente durch Einscannen in Farbe. Die Scanner, die wir verwenden, scannen grundsätzlich doppelseitig auch A3 und können grundsätzlich Farbe und Schwarz-Weiß-Bilder erzeugen und damit können wir wirklich das ganze Volumen und Format, Sammelsurium eines Aktes durchaus abbilden. Die zweite Frage, wenn ich gleich anschließen darf, ist das Thema Volltextsuche versus Kategorien. Damit ist gemeint, wenn man sich vorstellt, einen Akt komplett ohne Unterteilung zu scannen, dann habe ich eigentlich genau dieses derzeitige Bild eines Aktes abgebildet. Ich habe einen Akt und wenn ich da drinnen was suche, muss ich weiter blättern und habe eigentlich nur das Medium des Aktes auf ein digitales Medium verlagert und zunächst einmal ist nichts besser oder schlechter geworden. Es gibt jetzt, wie wir alle wissen, die Möglichkeit, einen solchen Akt Volltext durchsuchbar zu machen. Da gibt es genügend Technologien, die ein OCR-Ergebnis liefern und einer PDF-Datei sozusagen als Volltext in den Hintergrund stellen. Und ich kann dann bestimmte Dokumenttypen mit einer Volltextrecherche innerhalb dieses Aktes suchen. Eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem papierenen Personalakt. Demgegenüber steht die Unterteilung eines Aktes in Dokumenttypen. Sie könnten sagen, na, das genügt mir nicht, das reicht mir nicht aus, da drinnen zu blättern. Ich möchte zielgerichtet auf alle Dokumenttypen hinkommen und diese recherchieren können. Dann brauche ich in diesen Dokumenttypen eigentlich keinen Volltext im Hintergrund.
Denn ich habe ja sowieso diese Unterteilung der Akte und kann bestimmte Dokumenttypen zielgerichtet ansprechen. Es ist halt die Frage, wonach Sie suchen und was in Ihrem Fall am ehesten zutrifft, ob Sie bestimmte Stichworte oder chronologische Ablagen in einem Akt suchen, dann können Sie durchaus mit der ersten Variante leben und mit einer Volltextrecherche in dem gesamten Akt weitersuchen. Wenn Sie aber darüber hinaus mit Aktenkategorien arbeiten, empfiehlt es sich, die Akten auch wirklich aufzuteilen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, Sie möchten sich rückwirkend alle Elternteilzeitverträge ansehen, weil es eben eine gesetzliche Änderung gibt und Sie haben vielleicht sonst nirgends erfasst, ob und welche Mitarbeiter in Ihrem Haus Elternteilzeitverträge haben. Dann können Sie mit dieser Dokumentenunterteilung eben wirklich gezielt nach diesen Kategorien auch suchen und haben daraus einen Vorteil. Und sonst ist diese Diskussion einfach zu führen und abzuwägen, ob Sie für sich selbst diese Unterteilung von Akten brauchen oder ob Sie mit einer gesammelten Ablage als ein PDF-Dokument zum Beispiel leben können. Vielleicht technischer die noch eine Ergänzung zu der Fragestellung, bringt mich übrigens auf die Idee, ein weiteres Webinar genau zu diesem Thema zu machen. Die Kategorien festzulegen ist natürlich etwas, was man organisatorisch tun muss und lösen muss. Es ist in der Organisation zu implementieren, weil ich ja die Scan-Dienstleistung am Anfang, wo mir die Kategorisierung quasi dann abgenommen wird, ja dann in meine Prozesse integrieren muss. Das heißt, meine Mitarbeiter selbst die Kategorisierung durchführen müssen. Und je nachdem, welche Anzahl von Dokumenten schlussendlich in diesen Personalakten liegen, kann es sinnvoll sein zu sagen, die Kategorisierung halte ich eher flach und helfe mir dann eben mit so einer automatisierten Beschlagwortung, Tagging weiter, um da vom Suchaspekt her ganz einfach tiefer gehen zu können. Und genau dieses Thema gibt es auch aus dem Hause Fabersoft eine Software, die heißt MindBris. Und mit MindBris kann ich das genau tun. Also MindBris erstellt mir aus solchen Dokumenten eine Kategorisierung, die ich dann in einer Suchabfrage zur Verfügung gestellt bekomme, in einer Anwendungssicht. Und damit, theoretisch sage ich jetzt praktisch auch, wenn ich mich dafür entscheide, die Kategorisierung quasi automatisch vornehmen lasse und nicht mehr sie vorab festlege. Ein Aspekt, den man nicht vergessen darf, ist, dass Menschen beim Arbeiten mit Personalakten häufig die Aktenstruktur ganz einfach haben wollen. Ja, sie möchten das Gefühl haben, nach wie vor eine Akte in der Hand zu haben und nicht ein Universum, wo ich quasi nicht mehr selbst dafür gesorgt habe, wie Ordnung und Strukturierung aussieht. Die Frage wird ja ganz präzise gestellt von einem Zuhörer. Gibt es umgesetzte Lösungen, die nur scannen und über OCR und Volltextsuche dann die Personalakten durchsuchen? Die ist eindeutig mit Ja zu beantworten. Die gibt es. Aber es eben hängt von Ihren Anforderungen ab. Ja, eine weitere Frage habe ich noch zum Thema der Qualität. Wenn ich jetzt durch Sie zum Beispiel scannen lasse, wie erfolgt diese Qualitätssicherung oder wie stellen Sie die Qualität sicher? Sie haben ja gesagt, anschließend kann ich die Personalakten vernichten. Was weg ist, ist weg. Wie sorgen wir für eine Qualität? Ja, da gibt es zunächst technische Hilfsmittel, die uns sicherstellen, dass wir wirklich auch jedes Blatt beispielsweise scannen. Alle unsere Scanner sind mit Ultraschall-Mehrfacheinzugskontrollen ausgestattet. Bis zu 5 Ultraschallsensoren durchleuchten sozusagen jedes einzelne Blatt während des Scanprozesses, ob sich nicht eine Doublette dahinter befindet, ob nicht vielleicht ein Klammerl übersehen wurde, ob nicht vielleicht ein Post-it eine Information abdeckt. Zweitens, alle unsere Scanner und Scan-Software sind so ausgelegt, dass die Qualitätsprüfung direkt in Echtzeit während des Scannens erfolgt. Das heißt, ein Mitarbeiter kontrolliert jedes Blatt, das eingescannt wird von uns.
Und darauf dürfen Sie sich verlassen, dass wir das tun. Drittens, wir haben bestimmte Fehler, die wir uns erlauben dürfen, zum Beispiel in der Dokumentenkategorisierung. Ja? Wenn es heißt, wir sollen einen Akt zerlegen in 30 verschiedenen Dokumenttypen und diese zuordnen, wird die eine oder andere zweifelhafte Situation auftreten und wir werden einen Fehler machen. Das ist jetzt vielleicht nicht besonders lustig und nicht schön, aber es ist so. Menschen machen Fehler und es zu verhindern, müssten wir eben ein Vier-Augen-Prinzip einführen oder andere teurere Varianten wählen. Aber ich bin der Meinung, diesen Fehler dürfen wir uns in gewissen Grenzen leisten. Andere Fehler dürfen wir uns nicht leisten, etwa einen Personalakt mit einer falschen Personalnummer abzulegen. Das darf uns nicht passieren. Und dazu haben wir eben Konzepte, und das ist diese dritte Sicherheitsstufe, wo wir Personalnummern nur mit Barcode übernehmen oder nur über Datenbankabfragen übernehmen, wo wir mit dem Thema Personalnummerbeschlagwortung immer mit dem Vier-Augen-Prinzip arbeiten, wo wir Vollständigkeitskontrollen und Abgleiche fahren, derlei Maßnahmen mehr, geben uns die Sicherheit, dass wir wirklich Ihnen garantieren können, jedes Blatt und jeden Akt auch wirklich digitalisiert zu haben. Ja, besten Dank. Damit sind wir am Ende von unserem heutigen Webinar. Besten Dank, Herr Higer, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns aus der Praxis und aus Ihrer Erfahrung das so detailliert auch dargelegt haben. Wenn Sie weitere Fragen haben, liebe Teilnehmer, wir haben jetzt die E-Mail-Adressen, die Kontaktdaten eingeblendet. Sie bekommen von uns selbstverständlich den Foliensatz übermittelt. Dort finden Sie dann auch die Telefonnummer, wo Sie auch direkt anrufen können. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns zu dritt in dem Fall dann vielleicht in dem einen oder anderen digitalen Personalaktenprojekt wiedersehen oder auch bei unserem nächsten Webinar, wozu wir dann wieder herzlich einladen werden. Besten Dank. Und ich wünsche Ihnen damit einen schönen Mittag und einen schönen Nachmittag. Dankeschön. Danke sehr.